Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht das Haus schon im Hintergrund. Es ist ein modernes Haus über 3 Etagen, aber doch ziemlich klein und kompakt gehalten. Und der ein oder andere wird vielleicht schon merken, dass es so einen Stil hat von einem Haus, das ich schon mal gezeigt habe auf meinem Kanal. Also genau, das ist von dem Haus inspiriert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches genau das ist. Aber Leute, die das kennen, werden das auf jeden Fall direkt erkennen. Trotzdem finde ich das mega cool geworden. Ich feiere das Haus, es sieht schick aus. Ist klein, ist kompakt. Die Etagen sind auch alle sehr, sehr flach. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Und wenn ihr dann Bock habt und wenn euch das gefällt, bauen wir das einfach mal zusammen nach. So, wir sind auf der Vorderseite beim Eingang und hierüber kommt man dann hier zum Haupteingang rein. Hier rechts rüber hat man einen kleinen Pool, 2 Liegen und kann über diese Treppe direkt zu so einer Terrasse hochgehen. Wir gehen aber einfach mal rein, um das Ganze von innen zu zeigen. Also wie gesagt, die Decke, die ist nur 2 Blöcke hoch, also ziemlich klein gehalten. Das ist dann hier das Erdgeschoss. Dann kann man hier über diese Leiter einmal hochgehen, so in das erste Obergeschoss. Hier draußen hat man nochmal eine Terrasse, die hier rausgeht, und hier ist dann die Treppe, wo man dann nochmal runtergehen kann, also zum Eingang. So, gehen wir einmal wieder zurück. So, machen die Tür wieder zu und dann kann man über die Treppe auch nochmal eine Etage höher und dann ist man hier ganz oben. Hier im mittleren Teil hat man oben sogar noch ein paar Dachfenster drin und hier hat man nochmal eine größere Dachterrasse. Genau, so sieht das Ganze von innen aus. Dann würde ich sagen, fliegen wir gerade nochmal außen rum. Genau, wie gesagt, das hier ist die Vorderseite, die habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Dann fliegen wir hier rechts rum, hier haben wir die Dachterrasse oben, dann auf der Rückseite einiges an Fenstern und hier dann oben die Dachterrasse, hier links unten noch ein paar Stützen, wovon das ganze Haus ein bisschen mehr gestützt wird. Und dann sind wir hier wieder auf der Vorderseite. Genau, das ist heute dran und wenn euch das gefällt, bauen wir das jetzt einfach zusammen nach. Die Materialien, die wir brauchen, sind rissiger Ziegelstein, das sind diese Blöcke hier. Dann brauchen wir Birkenholzblöcke und Quarz und hellgraue Glasscheiben. Ich wechsle das mal gerade kurz so. Das sind so die Grundmaterialien und hier und da dann natürlich noch so ein paar einzelne Sachen, die dann woanders noch hinkommen. Aber das sage ich dann immer wieder dazu an. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir gleich die Plattform hier ziehen, worauf das Haus steht. Und da werden wir vorne links anfangen. Das heißt, ihr braucht nach hinten Platz und nach rechts. Und ich kann euch sogar diesmal ganz genau sagen, wie viele Blöcke, das sind nämlich 17 nach rechts und 14 insgesamt nach hinten. Genau, so. Das heißt, wir fangen an, setzen einen Quarzblock hier hin und dann rechts davon nochmal 16 weitere Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann gehen wir hier einmal auf die Rückseite und ziehen hier hinter nochmal 13 weitere Quarzblöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Dann auf der rechten Seite hier auch wieder 16 weitere. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann ziehen wir das hier einmal so hier nach vorne und müssten genau hier ankommen. Und um jetzt schon mal eine kleine Orientierung zu bekommen für später, setzen wir vorne rechts hier einen Grasblock hin und auf der linken Seite setzen wir hier 5 Grasblöcke nebeneinander hin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Genau, bis hierhin. Und den Rest füllen wir jetzt erstmal komplett mit Quarzblöcken auf. Das heißt, alles, was wir jetzt umrahmt haben, wird einmal mit Quarz aufgefüllt. Und diese Grasblöcke, die dienen uns gleich zur Orientierung, dass wir immer wissen, wo vorne und hinten ist. Und wir werden die sowieso, also ich habe die sowieso da als Beet auch benutzt. Ne? Ist jetzt nicht, dass ich die so einfach nur sinnlos dahin gepackt habe, sondern die erfüllen sogar einen Zweck. So, dann einmal hier entlang, hier rüber, so machen wir erstmal diese Plattform fertig und dann fangen wir gleich mit dem Haus an, das da drauf zu bauen. So, hier nochmal die letzten Blöcke. Perfekt. So, dann gehen wir einmal vorne rechts hin, das heißt hier, wo dieser eine Grasblock ist.
und ziehen jetzt einmal dahinter, also hier an dieser Stelle, drei Birkenholzblöcke aufeinander. Also eins, zwei, drei. Dann gehen wir beim obersten auf die linke Seite und ziehen dort vier weitere Blöcke dran. Also eins, zwei, drei, vier. Ziehen das dann einmal wieder runter zur Plattform und füllen hier die Fläche einmal mit Holz auf. Dann gehen wir hier auf der linken Seite auf die Rückseite und ziehen dort vier weitere Holzblöcke dran. Also eins, zwei, drei, vier. Dann gehen wir auf die linke Seite von dem letzten Block und ziehen dort drei weitere Blöcke dran. Also eins, zwei, drei. Bis hierhin. Dann können wir uns schon mal rissige Ziegelsteine nehmen, einen da dran setzen und den nach unten ziehen bis zum Boden. Und außerdem setzen wir jetzt davor, also hier an dieser Stelle, 11, beziehungsweise, nee, jetzt muss ich mal gerade ganz genau gucken. Wir reißen unten den Quarzblock raus, so, und setzen jetzt 11 rissige Ziegelsteine aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gehen auf der linken Seite ganz oben zwei Blöcke raus und ziehen das einmal runter. So, und dann einmal aufpassen, hier unten reißen wir den Quarzblock raus, den hier auch, und setzen dort jeweils rissige Ziegelsteine rein und hier auch. Also, dass wir so einen kompletten Rahmen haben. Genau, das erstmal an der Stelle. Dann gehen wir einmal ganz nach oben auf die Rückseite von dieser Ecke und ziehen dort neun weitere rissige Ziegelsteine dran. Fast ein Zungenbrecher. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das gleiche machen wir auf der Ecke hier auch. Also auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verbinden das hier miteinander und ziehen jetzt einmal die Ecken, also hier und dort, einmal runter bis zum Boden, und das müsste hier beim Gras ankommen. So, hier genauso auch einmal. So, bis da unten ziehen. Und was wir dann machen, ist, dass wir einmal, hier haben wir ja schon drei Blöcke, da ziehen wir nochmal welche nach oben hin. Auf dieser Seite hier genauso auch. Dann kommt hier oben auch nochmal ein Block rein, und auf dieser Seite machen wir das gleiche auch. Das heißt, hier auf der Innenseite eine Schicht nach oben, auf der rechten Seite genauso. Und da oben auch noch mal ein Block rein, dass das Ganze so aussieht. Genau, das passt erstmal. Dann als nächstes gehen wir einmal hier ganz rechts hin an diese Holzwand und ziehen hier auf der Rückseite von dieser oberen Kante 11 weitere Holzblöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis hierhin, und dann gehen wir hier einmal um die Ecke und ziehen das dort an die Wand dran. So, und das müsste genau hier ankommen. Genau, so, das passt. Dann gehen wir einmal auf die linke Seite von diesem großen Ding, beziehungsweise wir können auch schon mal Glasscheiben nehmen und die einmal hier reinsetzen. Und zwar habe ich da hellgraue Glasscheiben genommen, einfach von unten bis ganz nach oben die dort reingesetzt. Auf der Rückseite genau das gleiche auch. So, fangen wir unten an. Einmal bis ganz nach oben hin. So, Glasscheiben rein. Dann gehen wir hier auf die linke Seite davon. Und wenn wir uns diese Wand so angucken, gehen wir auf die linke Hälfte davon und drei Blöcke hoch. Also 1, 2, 3. Der dritte Block hier setzen wir jetzt fünf Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr von vorne aus guckt, dann muss das auf der gleichen Höhe sein wie das hier rechts. Dann gehen wir ganz links hin, ziehen dort drei weitere Holzblöcke drauf, also 1, 2, 3, und ziehen das dann rechts hier an die Wand dran. Dann gehen wir auf die andere Seite, also hier stellen wir uns auf das Holz drauf und zählen hier einmal 1, 2, 3 Blöcke ab, und auf den dritten, also hier, setzen wir auch fünf Holzblöcke dran, also 1, 2, 3, 4, 5. Gehen dann beim letzten nochmal drei Blöcke nach oben, also 1, 2, 3, und ziehen das dann wieder nach links hier rüber an diese Wand. Und dann seht ihr, haben wir die Struktur von dem Haus schon fertig. Was wir dann als nächstes machen, ist, dass wir einmal hier links hingehen an diese Ecke und dort auf der Rückseite
einmal 7 weitere Holzblöcke dran setzen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gleiche machen wir in der Ecke auch. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verbinden das hier hinten miteinander und machen diesen ganzen Abschnitt einmal zu. Das heißt, hier kommen nochmal 2 Reihen Holz rein. Außerdem ziehen wir unten diese Ecke nach links hier an die Wand rüber und oben die Ecke genauso auch. Alles einmal an die Wand dran. Und dann können wir schon mal hingehen und anfangen von, also hier diese ganze Etage hier einmal mit Holz aufzufüllen. Also ich fange mal hier an. Das Einzige, was frei bleibt, ist diese eine Lücke, die hier drin ist. Die lassen wir frei, aber ansonsten so füllen wir alles hier einmal mit Holz auf. Und das ist dann unsere Zwischenetage, beziehungsweise der Boden dann halt für die zweite Etage oder für das erste Obergeschoss. So, und auf der Rückseite, also das hier ist die Rückseite, da setzen wir sogar hinten auch noch einen Holzblock dran. Also nur auf der Vorderseite bleibt der hier frei, weil dort die Leitern kommen dahin, ne? Wo wir dann in die Etagen hochgehen können. So, dann haben wir das schon mal aufgefüllt. Dann als nächstes, wenn wir wieder von vorne aus gucken, gehen wir hier an diese beiden Ecken hin, auf die Rückseite. Dann fangen wir unten an und ziehen dort erstmal 7 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gleiche an der Ecke auch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verbinden die miteinander. Machen dann hier diesen ganzen Bereich einmal mit Holz zu. Und ziehen diese untere Ecke hier zu den rissigen Ziegelsteinen dran und die obere genauso. Und dann können wir hier auch anfangen, die ganze Etage, also alles, was wir jetzt markiert haben, auch einmal mit Holz aufzufüllen. So, und hier ist es wieder genau das gleiche. Auf der Vorderseite lassen wir hier einen Block frei. Ansonsten machen wir hier alles zu. Und hier auf der Rückseite, da machen wir hinten auch noch mal einen Block rein. So, einmal hier rüber. Perfekt. Und dann können wir hier oben diese ganze Fläche auch schon mal mit Holz auffüllen. Also das heißt, ich fange hier an. So, dann geht es hier weiter und hier weiter. So, und dann haben wir das auch schon mal zugemacht. Und das passt. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt schon mal die Wände reinziehen. Und da fangen wir unten an, einmal hier auf der linken Seite. Und an dieser Stelle jetzt, hier müssen wir 2 Quarzblöcke aufeinander ziehen. Dann brauchen wir einmal Birkenholztüren, habe ich genommen, beziehungsweise eine Tür und die von der Innenseite hier eingesetzt. Und links daneben wieder 2 Quarzblöcke hin. Dann gehen wir auf die Rückseite und ziehen hier nach hinten gehend nochmal 5 weitere Quarzblöcke hin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und da drauf jeweils nochmal Blöcke. Dann kommen hier 2 Quarzblöcke hin und dann 2 Glasscheiben hier unten rein. So, dann kommen wir hier zu dem Bereich auf der Rückseite. Und da fangen wir an, einmal hier rechts an dieser Stelle 2 Quarzblöcke hinzuziehen. Dann kommen hier 5 Glasscheiben nebeneinander hin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich gerade gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste eigentlich passen. Oder habe ich gerade irgendwie einen Denkfehler? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, das passt. Das passt. So, und dann kommen hier genau 2 Quarzblöcke wieder hin. Darüber kommen auch nochmal Glasscheiben. Und dann gehen wir auf dieser Seite einmal hier, wo das Quarz angefangen hat, einmal nach vorne, ziehen wir auch einmal eine Quarzlinie bis zum Holz. Da drauf auch nochmal Quarzblöcke, dass wir hier so eine solide Wand haben auf dieser Seite. Und dann kommen wir hier zu dem vorderen Bereich. Und da machen wir das so, dass wir einmal hier hingehen, hier 2 Quarzblöcke reinsetzen. Dann nehmen wir uns Glasscheiben und ziehen davon 3 Stück nebeneinander hin. Also 1, 2, 3, ne, sogar 4, noch einen vierten, also bis dahin. Dann ziehen wir das nach vorne, 2 Glasscheiben, also 1, 2, die hier nochmal hinkommen. Und dann rechts hier 2 Quarzblöcke. Die ziehen wir dann einmal hoch. Und füllen dann hier über diesen Glasscheiben jeweils nochmal welche drauf, dass wir hier so eine, ja, diese Glasecke haben.
Und damit ist die unterste Etage fertig. Dann kommen wir zur nächsten und da fangen wir einfach mal hier links an und ziehen hier an dieser Stelle zwei Quarzblöcke hin. Hier rechts an dieser Stelle zwei Quarzblöcke und dann Glasscheiben hier in die Mitte, dass wir hier so ein Fenster haben. Auf der rechten Seite kommen von hier aus einfach vier Quarzblöcke hin. Also 1, 2, 3, 4. Alles natürlich zwei Blöcke hoch. Genau, das passt. Hier kommt dann eine Tür rein. Und das machen wir dann so, dass wir erstmal hier nochmal zwei Quarzblöcke hinziehen. Dann eine Doppeltür von der Innenseite hier einsetzen. Dann nochmal zwei Quarzblöcke rechts daneben, die wir hochziehen. Und dann machen wir das so, dass wir hier nochmal zwei Quarzblöcke hinziehen und Glasscheiben hier zwischenpacken, dass das Ganze so aussieht hier auf der Rückseite. Hier oben nehmen wir uns vier Quarzblöcke, die wir hier nebeneinander ziehen. Zwei Blöcke hoch, also kein Fenster in diesem Bereich. Und hier kommt auch wieder ein Fenster rein. Das heißt links zwei Quarzblöcke, da rechts zwei Stück und dann Glasscheiben einmal hier in die Mitte. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier oben den Bereich haben wir noch vergessen. Da kommt auch ein Fenster rein. Das bedeutet rechts zwei Quarzblöcke, links zwei Quarzblöcke und Glasscheiben in die Mitte. Dann haben wir dort das Fenster. Und ja, grob sind wir damit sogar schon fast durch. Dann fehlen natürlich noch ein paar dekorative Sachen. Und zum einen fangen wir da mal an mit der Treppe, die hier hinkommt. Und dann nehmen wir uns einmal Quarztreppen und fangen an, hier die erste, eine zweite und eine dritte, ups, die ist falsch rum, so hier die dritte Treppe hinzuziehen. Ein Quarzblock dahinter, den wir runterziehen und hier auch einmal Quarzblöcke rein. Genau, soweit erstmal. Und dann können wir uns schon mal schwarze Glasscheiben nehmen und anfangen von hier am Rand entlang einmal bis hierhin Glasscheiben zu ziehen. Hier der Block bleibt frei und von hier ziehen wir wieder welche nach hinten rüber zu dieser Ecke, dort rüber, bis das sich dort mit verbindet. Und genauso gehen wir einmal hier oben hin und ziehen von hier schön am Rand entlang schwarze Glasscheiben bis dahin. So, hier nehmen wir uns jetzt rissige Ziegelsteine und fangen an links eine Schicht reinzuziehen, rechts eine Schicht, dann wieder links eine. Dann nochmal links eine und dann zwei Blöcke hier oben. Und in diesem Bereich kommt dann hier eine doppelte Tür rein, so dass wir hier den Übergang haben zur Terrasse. Und da müssen wir gleich das Dach nochmal draufziehen. Vorher würde ich aber sagen, dass wir vielleicht diesen Außenbereich hier erstmal fertig machen. Und dafür gehen wir erstmal hier vorne hin und reißen hier die drei Quarzblöcke raus. Dann nochmal drei und nochmal drei, also dass wir so diese 3x3 rausgerissen haben. Dann habe ich Wasser genommen und das da reingesetzt. So als kleinen Pool. Man könnte jetzt den Boden auch noch austauschen. Komm, machen wir mal ganz schnell. Ist ja nur eine ganz kleine Fläche. So. Perfekt. Dann habe ich Holzblöcke genommen und angefangen hier von der Tür. Weil eigentlich müsste man sogar hier, wenn man genau ist, den Block auch nochmal austauschen, die Tür nochmal neu einsetzen. So, und dann hier einmal bis hier vorne Holz gezogen. Den habe ich rausgerissen und dort eine Stufe, also eine Holzstufe hingezogen. So, und von hier dann auch nochmal eine Verbindung bis zur Treppe rüber. Auch einmal mit Holz aufgefüllt. Und außerdem habe ich diesen ganzen Bereich, also außer diese Linie, habe ich hier das Quarz rausgerissen, diese Schicht und diese vier Blöcke und habe dort auch überall Holz hingezogen, dass man so eine kleine Terrasse hier hat. Und dann habe ich hier so zwei Liegen hingebaut, also indem ich einfach zwei Quarztreppen mit Quarzstufen dahin gezogen habe. Und schon hat man so ein paar Liegen, die hier zum Pool zeigen. Genau, das passt auf jeden Fall ganz gut. So, dann habe ich dann habe ich Zäune genommen, zwei Stück, die hier auf diese Grünfläche draufgesetzt und dann mit Birkenholz, mit Birkenlaub zwei Stück da draufgesetzt und schon hat man da solche Büsche. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal das kleine Vordach und da habe ich Quarzstufen genommen und angefangen von hier an der Unterseite von diesem Block zwei rausgezogen.
dann 3 nach rechts, dann wieder 3 nach hinten und dann an diese Holzwand dran, also dass man so eine Verbindung hier hat. Dann bin ich hier nochmal 2 rausgegangen und hier habe die hier verbunden. Dann bin ich hier nochmal 2 rausgegangen und habe die zur Hauswand verbunden. Außerdem habe ich dann an dieser Ecke hier 2 Zäune dran gezogen, an der Verbindung hier einmal 2 Zäune und hier vorne an dieser Verbindung auch einmal 2 Zäune, dass man solche Stützen hat, die das Ganze so ein bisschen tragen. Außerdem habe ich dann hier an der Ecke unten 2 Zäune dran gezogen, hier an dieser hinteren Ecke auch und dann mit einem Block Abstand hier nochmal einen hin, hier auch mit einem Block Abstand, hier 2 Zäune hin, dass man das Ganze so ein bisschen trägt. Und hier oben habe ich Birkenholzstufen genommen und angefangen von hier, also an diesem Block, die Unterseite davon. Da habe ich dann Stufen rausgezogen und zwar 1, 2, 3, 4 Blöcke weit. Und genauso hier auch einmal 1, 2, 3, 4 Blöcke weit. Dann habe ich das hier miteinander verbunden und hier nochmal so eine Zwischenverbindung gezogen. Und dann habe ich angefangen, hier an dieser Ecke 2 Zäune hingezogen, an dieser Ecke hier auch 2 Zäune aufeinander. Und dann passt das Ganze. So, jetzt gucke ich gerade, ob noch irgendwas fehlt. Und es fehlt noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich hier schwarze Glasscheiben genommen, die hier hingezogen, bis das sich mit der Treppe verbindet. Hier einmal links rumgezogen, bis zu diesem Zaun, also bis dahin. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Man könnte natürlich jetzt noch hier irgendwie so da so ein Ding hinziehen. Vielleicht irgendwie eine Beleuchtung in den Pool reinbauen oder generell ein paar Lampen aufstellen. Aber das sind noch so ein paar andere Sachen. Die kriegt ihr auch selber hin. Ich würde sagen, an der Stelle, das war's dann eigentlich mit diesem Haus und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert und ihr habt jetzt ein schönes Haus bei euch stehen. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr das Haus auch kostenlos auf meiner Website runterladen. Dann würde ich sagen, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.